So, kommen wir nun zu den Kämpfen in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Der Sportsfreund Albrecht im blauen Judogi und der Sportsfreund Pol im weißen Judogi. Angriff Ujimata. Nochmal ein Angriff mit Ushimata, der aber wiedermals misslingt. Hier, und jetzt letztendlich der dritte Angriff mit Ushimata, der auch zu einem Ippon führt. Den Gegner in die Luft katapultiert. Wunderschön. Und somit gewinnt der Kämpfer von der UJKC Potsdam. Es steht uns jetzt bevor die Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Bekommen beide Kämpfer einen Shido, wo die erste Bestrafung für abgebeugtes Kämpfen. Oh, Angriff mit Kochigari, wer jetzt zu einem Yuko führt und gleich nachgesetzt mit einer Würgetechnik. Wird nichts. Dann noch kämpft der Der Kämpfer im weißen Judogi um den Arm dort, um ihn zu hebeln. Den Arm da weg, den Arm da, den linken Arm weg.
Schöner Angriff mit Helge Homer, welcher auch mit einem Watze-Ari bewertet wird. So, jetzt haben wir eine Situation Osakumi, sprich eine Festhaltetechnik. Und der Kämpfer im blauen Judogi gibt vor den 25 Sekunden den Kampf auf. Ansonsten ist die Haltezeit 25 Sekunden, damit der Kampf mit Ippong beendet wird. Somit gewinnt den letzten Kampf der Sportsfreund aus Potsdam. Ja, da hat die Mannschaft von der PSG Dynamo Brandenburg 4:3 gegen die Mannschaft vom UJKC Potsdam gewonnen. Und wir bereiten jetzt den nächsten Kampf vor. Ja, so haben wir jetzt hier den ersten Heimkampf. PSV Schwerin gegen den UJKC Potsdam, die zweite Mannschaft. Hier hatten wir ein, zwei Unstimmigkeiten noch, weil ein Kämpfer dort drei Gewichtsklassen höher kämpfen wollte. Ja, der erste Kampf bis 66 Kilogramm geht an den Sportsfreund Brockelt kampflos. Wie vorhin ist die Gewichtsklasse von Potsdam auch wieder nicht besetzt. Im zweiten Kampf ist die Gewichtsklasse bis 90 Kilo. Ne, 90 Kilo ist das, genau. Aus Schwerin der Sportsfreund Niklas Nitz. Im blauen Judogi. Ja, das macht er gut. Er setzt den Kämpfer aus Potsdam relativ stark unter Druck. Ein Angriff mit dem tiefen Seonage von dem Potsdam-Kämpfer. Und dem weicht der Niklas Nitz aus und kontert mit Ochigari. Und er hält dafür auch ein Yuko.